Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch 5 Plattformerspiele für den Gameboy vorstellen, die vielleicht nicht immer so in der ersten Reihe stehen, aber aus dem einen oder anderen Grund vielleicht doch mal einen Blick wert sind. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Wir fangen an mit Lucky Luke für den Gameboy. Es gab so einige ziemlich gute Spiele von Infogrames für den Gameboy, die diverse Comic-Lizenzen umgesetzt haben. Zu einer anderen Lizenzversoftung, von denen kommen wir gleich noch in dieser Liste. Und Lucky Luke war so einer der Helden meiner Kindheit. Ne? Ihr kennt wahrscheinlich auch alle die Comics. Der Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten. Und das wurde hier in einem wirklich sehr guten Plattformer umgesetzt. Die Technik ist wunderbar. Die Musik ist dieser typische Infogramm. Ich frage mich immer, wie man Infogramm genauer ausspricht. Ich weiß, das ist eine französische Firma, aber meine französische Aussprache ist schrecklich. Das heißt, entschuldigt, wenn ich es falsch aussprechen soll, mal so dazwischen geschoben. Die Musik von denen ist herrlich. Wer schon einmal ein Gameboy-Spiel von diesem Publisher gespielt hat, der weiß ganz genau, was euch da erwartet. Und im Prinzip, das Spiel an sich hat halt die üblichen Formeln. Ne? Ihr spielt euren Cowboy, habt eine Kanone und schießt damit um euch. Was da vielleicht etwas besonders ist, ist, dass ihr quasi nachladen müsst. Euer Revolver hat nur x Schuss und danach wird es halt dann nachgeladen, logischerweise. Und damit kämpft ihr euch durch die Level. Aber diese Kombination aus der guten Technik und der guten Lizenzversoftung ist wirklich mal wirklich ein Daumen hoch und eine Empfehlung wert. Dann haben wir als nächstes Spiel auch von Infogrames, und zwar Asterix und Obelix. Neben Lucky Luke war vielleicht Asterix und Obelix bei meiner Kindheit bei mir noch etwas präsenter. Ich habe es wirklich sehr stark abgefeiert und ein Comicbuch nach dem anderen verschlungen. Ich fand einfach dieses Szenario, dieser Gallier, die gegen diese Übermacht kämpfen, einfach nur fantastisch. Für den Game Boy gab es da 2 Spiele. Einmal Asterix und das hier ist der Nachfolger Asterix und Obelix. Der erste Teil erinnert, finde ich persönlich, etwas mehr an das erste Super Mario Land, also sowohl von der Optik als auch vom Spielablauf her. Während so ein bisschen der zweite Teil hier sich eher so an Super Mario Land 2 orientiert. Also auch der erste Teil ist eine super Empfehlung, ein sehr, sehr schöner Titel. Aber auch der zweite Teil ist wirklich durchaus empfehlenswert. Ja, auch da ist es natürlich ein Plattformer. Ihr läuft durch verschiedene Welten und erlebt da verschiedene Abenteuer. Auch hier punktet das nicht unbedingt durch irgendwelche super kreativen Leistungen im Spielablauf, sondern wirklich durch eine sehr, sehr gute Technik und dass da einfach diese Comic-Vorlage genutzt wurde und diese Charaktere dann halt wirklich sehr gut umgesetzt wurden. Also bei der Steuerung gibt es nichts zu meckern. Deswegen auf jeden Fall keine lieblose Lizenzversoftung. Es ist einen Blick mal wert. Als nächstes haben wir Kid Dracula. Das Spiel ist leider vom Modul her schon etwas teurer anzusiedeln, ist aber wirklich ein interessantes Spiel. Und zwar gehört es irgendwie zu der Castlevania-Serie. Aber ihr seht schon in den Spieleaufnahmen, das sieht nicht wie Castlevania aus. Das ist alles so ein bisschen auf cute und große Sprites und sowas ausgemacht. Und genau das ist einfach das Super dran. Also ihr spielt Dracula, ne, als Kind und boxiert euch durch verschiedene Level. Und nach jedem Level erlernt ihr eine Zauberfähigkeit. Und mit dieser Zauberfähigkeit könnt ihr dann halt dann weiterkommen. Ne? Zum Beispiel könnt ihr euch in eine Fledermaus verwandeln, wie es halt Vampire halt so können. Und dadurch könnt ihr halt verschiedene Levelhindernisse überwinden. Und so geht es halt nach und nach immer weiter und immer weiter. Ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Das Modul ist, wie gesagt, leider etwas nicht ganz billig, so nenne ich es mal, neutral. Also so ungefähr 30 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsst ihr da schon einberechnen. Es gibt auch eine NES-Version, aber die ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, leider nur in Japan erschienen. Deswegen, wenn ihr das Spiel hier einigermaßen spielen wollt, müsst ihr dann auf den Gameboy zurückgreifen. Ist aber auf jeden Fall mal einen Blick wert und natürlich, ne, wie gewohnt von der Firma, super Soundtrack etc. Muss ich euch nicht erzählen. Als nächstes haben wir einen etwas kurioseren Titel, der den Spielablauf etwas anders macht. Und zwar ist es Tailgater. In diesem Plattformer spielt ihr ein Krokodil. Und es ist kein normaler Plattformer in dem klassischen Sinne, dass ihr in einem Level seid, ne, links startet, da ist das Ende, zack, 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 ihr lauft da durch, nächstes Level.
Die Level sind immer in verschiedene Abschnitte unterteilt. Und in diesen Abschnitten sind verschiedene Kisten versteckt. Und ihr müsst die Kiste mit dem Schlüssel entdecken, die euch dann quasi die Tür für den nächsten Bereich dann aufmacht. Das heißt, es ist nicht so ganz so linear. Ihr werdet quasi in einen Bereich geworfen. Ihr müsst das so ein bisschen erkunden. Es sind natürlich verschiedene Gegner und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und müsst einen Schlüssel finden und dann zack, zum nächsten Bereich. Besonderheit ist es da, es gibt natürlich auch Level, die quasi unter Wasser spielen und da könnt ihr natürlich nicht springen. Aber ihr seid hier ein Krokodil. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt Gladiator im Kopf hatte, ist auch egal. Und ihr könnt schwimmen und dadurch könnt ihr halt so noch oben und unten schweben und dadurch wird das Spielprinzip immer mal wieder aufgelockert und ja, neu gewürzt. Am Anfang ist das Ganze natürlich dann immer alles einfach, ne? Da ist die Kiste, da ist der Ausgang, zack, zack, zack. Aber später wird das wirklich zu großen Labyrinthen, durch die ihr denn durchkämpfen müsst. Auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert. Auch das Modul ist leider eins der eher teureren. Und als letztes Spiel, auch da, wenn ich mich wiederhole, vom eigentlichen Ablauf her, macht das jetzt nicht viel, viel besonders. Aber Prehistoric Man, das haut einfach wirklich einiges technisch aus dem Gameboy raus. Es ist wirklich beeindruckend, was da alles für Effekte und so weiter reingeballert worden. Also ihr spielt natürlich den Prehistoric Man, also Steinzeitmenschen mit einer Keule, das setzt ihr euch zur Wehr. Plattformer, ihr kennt's, ne? Ihr springt, besiegt Gegner, Ende. Aber diese Effekte, schon allein wenn ihr das Spiel anmacht, seht ihr so ganz, ganz bestimmte visuelle Spielereien, sage ich mal, die nicht unbedingt das Ganze hätten nötig sein müssen, aber dass sowas auf dem Gameboy gemacht wurde, finde ich einfach herrlich. So ein bisschen macht das Ganze den Eindruck, als ob das eher so ein Atari- oder Amiga-Spiel wäre, ehrlich gesagt. Wunderbar umgesetzt, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wird nicht so oft genannt, das Spiel an sich ist relativ schwer, aber schon allein aus dieser technischen Komponente ist das wirklich mal einen Blick wert. Ja, das waren meine 5 Plattformer-Spielempfehlungen, die vielleicht nicht jeder so ganz, ganz hoch auf dem Radar hat. Habt ihr vielleicht noch Ideen? Was fehlt in dieser Liste? Haut's in die Kommentare rein, es würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.